Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie gesagt, in dieser Predigtreihe haben wir heute den temperaturmäßigen Höhepunkt erreicht, denn viel heißer wird es jetzt nicht mehr. Interessanter schon, aber heißer nicht. Wir sind diesmal im dritten Kapitel des Danielbuches und an diesem dritten Kapitel geht es gar nicht um den Propheten Daniel. Das heißt, wenn Sie sagen, oh, ich komme ja hier mitten so rein in so eine Serie, da brauchen Sie sich gar keine Gedanken machen, heute geht es gar nicht um Daniel, sondern heute geht es vielmehr um seine drei Freunde. Daniel und seine drei Freunde sind ja gekidnappt worden, könnte man sagen, als junge Männer. Sie waren hübsch und von guter Geburt, guter Bildung und klug. Und die hat man in Jerusalem aufgesammelt, als es erobert wurde. Und sie wurden nach Babylon gebracht, in die Hauptstadt der Welt, in das Zentrum der Bildung, der Architektur und Kultur, dort, wo das Leben pulsierte. Und in dieser Stadt mussten sie als Juden, die einem Gott verehrten, der unbekannt war in dieser neuen Welt, mussten sie ihren Glauben in irgendeiner Weise ja, neu finden oder leben und dran festhalten oder eben flexibel sein. Und darum geht es so ein bisschen in dieser Geschichte, wie gehen wir mit in einer Welt, die ja, sich in vielerlei Weise von dem verabschiedet hat, was Gottes Gebote sind. Wie gehe ich da als Christ, wie gehe ich da als Jude um, wie gehe ich als derjenige um, der einen Glauben hat, der Gott anbetet. Und darum geht es auch in diesem dritten Kapitel, in dieser Geschichte. In einer gewissen Weise geht es darum, was kann ich tun, um meine Identität nicht zu verlieren. Das ist ja das große Thema dieses Danielbuches, in heißen Zeiten den kühlen Kopf bewahren, vielleicht. Nebukadnezar, das ist so heißt der König dieses neubabylonischen Reiches, um den geht es auch wieder. Historisch gesehen muss man sagen, und jetzt im Laufe der Kapitel weiter bis ins Kapitel 6 hinein, verdichten sich in dieser Figur Nebukadnezar und auch Belshazzar, seinem Nachfolger, verdichten sich viele Erfahrungen neubabylonischer Könige, die ganz unterschiedlich sind. Historisch ist das gar nicht immer so einfach zu beschreiben, aber es geht auch hier in der Fall nicht um eine Historie, sondern das Danielbuch möchte über die Zeiten hinweg verdeutlichen, wie Macht funktioniert und welche Schwierigkeiten manchmal auch mit Macht verbunden sind. Und da ist es erstmal egal, wie der König heißt und ob das der nun wirklich ist, der das erlebt hat, das wird in der weiteren, im Kapitel 4, 5 und 6 noch deutlicher. Aber es geht darum, was Macht für Probleme oder für Versuchungen mit sich bringt. Und da ist nun dieser König Nebukadnezar, der schon viel Gutes erfahren hat, und zwar von Daniel, von diesem Fremden, der einer fremden Religion anhängt und der aber trotzdem so klug und weise ist und der so viel weiß und der schon Träume gedeutet hat, die andere nicht deuten konnten, und den hat er ja auch schon mit großer Ehre überhäuft und mit Posten und mit Geld. Also Nebukadnezar weiß eigentlich, dass es einen Gott gibt, der möglicherweise recht stark sein kann, stärker vielleicht als seine eigene und stärker als er selbst, der ja auch als Gott verehrt werden soll. Aber wie das eben so ist mit der Macht, die Macht vergisst leicht. Vergisst leicht, was ihr Gutes getan wurde. Es passiert immer mal wieder, dann tut man etwas Gutes und im Rausch der Macht und im Rausch dessen an der eigenen Herrlichkeit vergisst man das, was andere Menschen getan haben und man schaut wieder viel mehr auf sich. Eine Freundin von mir zum Beispiel, nur nebenher, und da geht es um ganz kleine Macht, hat einen guten Freund, der jahrelang mit ihr zusammen gearbeitet hat in Vereinen und der ist dann gewählt worden als Landtagsabgeordneter. Und den hat sie dann mal wieder getroffen und da war sie so entsetzt, dass er alles vergessen hatte, was sie mal Gutes miteinander erlebt haben und was sie auch Gutes an ihm getan hat. Und da wollte sie von ihm auch mal was und gesagt, ach, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Ja. Und das fängt schon im Kleinen an und im Großen ist es noch viel mehr. Die Macht vergisst, weil die Macht mehr auf sich konzentriert ist. Und auch Nebukadnezar hat das vergessen, was da mit Daniel passiert ist und es geht ihm um sein weiter bestehen, um seine ewige Macht, um seinen Glanz, um sein Gold, um seinen Einfluss. Und was macht er? Er baut eine 60 Ellen hohe Statue,
Man ist nicht ganz sicher, was diese Statue darstellt, vielleicht ihn selbst oder ein Gott, ist in dem Fall dasselbe. Also eine 60 Ellen hohe Statue, die 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit ist. Man könnte sagen, übertragen in Meter, in metrisches System ist es 30 Meter hoch. Also es ist jetzt nicht so was Kleines, nicht eine kleine Statue, sondern 30 Meter. Das ist schon riesig. Die baut er auf und dann sagt er allen seinen Beamten und allen Oberen, die im Reich was zu sagen haben, folgendes Edikt. Er sagt, es soll nun, wenn die Musik erklingt, also die Sackpfeifen und Zittern und Posaunen und was auch alles, also wenn die Musik erklingt, sollen bitteschön alle vor dieser Statue niederfallen und diese Statue verehren. Denn diese Statue symbolisiert seine Macht, entweder ihn oder sogar vielleicht auch einen Gott, der mit ihm verbunden ist. Diese 60er-Zahl ist auch wichtig, 60 und 6, weil sie nicht 70 und 7 sind. In der Zeit, in der es aufgeschrieben wurde, sind Zahlen nicht nur Ziffern, sondern sie haben eine Bedeutung. Die 60 und die 6, 6 Ellen breit, 60 Ellen hoch, ist nicht nur das System der Babylonier mit der 60, sondern es zeigt auch, dass es keine 7 ist. Also nicht die göttliche Zahl, sondern kurz davor. Es schickt sich an, Gott zu sein, aber ist es noch nicht, da fehlt noch was. Es ist auch in der Offenbarung, wenn Sie das mal gelesen haben, die Zahl des Bösen ist dreimal die 6 und nicht dreimal die 7. Also da fehlt immer noch was. Jedenfalls gibt er das an alle, dieses Edikt an alle Beamten und hohe Würdenträger weiter, damit auch wirklich alle im Reich einer Meinung sind. Also wenn die Macht etwas durchsetzen möchte, welche auch immer totalitär, dann muss das natürlich erstmal durch alle Behörden durch. Und da müssen auch alle mitmachen. Und von dort aus, von diesen Behörden kann man sagen, soll das weiter hineintröpfeln bis in die Bevölkerung und jeder, wenn die Musik erscheint, sollte sich da vor dieser Statue niederwerfen. Das ist so eine Illusion, die der Nebukadnezar hat, zu meinen, dass wenn er dieses Edikt rausgibt, dass das auch alle machen. Und er geht auch davon aus, dass das alle machen. Es machen natürlich nicht alle. Zum Beispiel machen es die drei Freunde von Daniel nicht. Meshach, Sadrach und Abednego. So heißen die in ihren neuen Namen, ihren babylonischen Namen. Die machen es nicht. Denn die haben gar kein Interesse daran, eine Statue anzubeten, weil sie ja den einen Gott anbeten, der ihre Identität stiftet. Der für sie der wichtigste und einzige Gott ist. Warum sollten sie eine Statue anbeten? Im Normalfall könnte man sagen, okay, die machen das nicht, drei Leute. Ja, da drückt doch mal ein Auge zu, ne? Oder soll doch bitte jeder, wenn jeder auf sich guckt und nicht auf den anderen, dann können die das ja machen und gut ist. Aber wie immer in solchen schwierigen Drucksituationen gibt es ja immer Leute, die es ganz genau meinen und die ganz genau hingucken auf den anderen. So eine gewisse Blockwartmentalität gibt es ja immer wieder. Oder Denunziantentum, das lauert überall. Und das lauert auch in diesem Fall. Motiviert aus Neid möglicherweise, weil dort Fremde, die gar nicht in dieses Land gehören, plötzlich mit Ansehen daherkommen, man weiß es nicht. Neid könnte eine Bewegung sein, das ist ja die Währung, die am meisten rausgegeben wird, wenn es um Anerkennung geht, geht es ja meistens mit Neid einher. Und sie gehen zum König, die Leute, einige Würdenträger, die das mitbekommen haben, dass die drei das eben nicht machen. Und fragen den König ganz scheinheilig, hast du nicht gesagt, dass wenn die Musik erscheint, so in der Art, erinnere ich mich richtig, wenn die Musik erklingt, dann sollen sich alle vor dieser Statue niederwerfen. Und dann sagt der König wahrscheinlich, ja, das habe ich gesagt. Und dann meinen sie, ja, da gibt es tatsächlich drei, die machen das nicht. Haben wir gesehen, die machen das nicht, die dort. Und der König ist außer sich, ist zornig, ja, also das sollen doch bitte schön alle machen. Das geht gar nicht. In so einem totalitären Anspruch muss es jeder machen. Da darf nicht irgendein Revoluzzer aufstehen. Also es ist so ein bisschen Management bei Champignonfabrik. Wer rausguckt, wird abgeschnitten. Ja? Das geht nicht. Es müssen alle eine Ebene sein, alles gleich. Ja? Denn manchmal ist es wirklich so, in so totalitären Systemen, da reicht manchmal einer, der stehen bleibt und das Ding fällt zusammen. Da reicht manchmal eine Kerze
Ein Gebet reicht manchmal aus. Also ist der mächtige König da sehr, sehr, sehr sensibel. Und das Interessante ist, er lässt keine Abweichler zu und im Normalfall würde er jetzt seinem KGB Bescheid sagen und sagen, jetzt bringt die mal um die Ecke. Aber das macht er nicht, sondern er lässt sie erstmal zu sich kommen. Es gibt zwei Gründe dafür, die kann man nur mutmaßen. Der eine Grund ist, die waren schon sehr mächtig, die drei, und klug und er will nicht unbedingt auf sie verzichten. Der zweite Grund könnte durchaus sein, dass er sich in diesem Moment doch erinnert an Daniel und an das, was er Gutes erfahren hat. Er möchte ihnen wenigstens die Möglichkeit geben, sich zu erklären. Und er lässt die drei Leute nun kommen, die drei Freunde, und sie stehen da. Und dann sagt er ihnen nochmal, baut er ihnen eine Brücke. Er sagt, also habt ihr das jetzt nur zufällig nicht gemacht? Es könnte ja sein, ihr habt die Musik nicht gehört oder ihr wusstet nicht davon. Aber wenn ihr das vorsätzlich gemacht habt, wenn ihr das tatsächlich vorsätzlich gemacht habt, dann werde ich euch in den Feuerofen werfen und verbrennen. Denn so heißt es in dem Edikt, dass alle, die es nicht machen, werden verbrannt. Da kann euch dann nur noch Gott retten, euer Gott oder irgendeiner. So, da frage ich Sie mal, was hätten Sie gemacht in dieser Situation? Hätten Sie die Brücke oder die Hand genommen? Ich glaube, da ich eher ein Hasenfuß wäre, hätte ich gesagt, oh ja, stimmt, wusste ich ja gar nicht. Ja, das nächste Mal mache ich das besser und wäre wieder gegangen und würde hoffen, dass das nächste Mal mich keiner sieht. Aber was machen die drei? Sie eskalieren. Ich lese es Ihnen mal vor. Also stellen Sie sich die Situation nochmal vor Augen. Ne? Also die drei stehen da vor einem großen König mit Macht in Zorn, vor einer Furie. Und dann sagen sie, Schadrach, Meschach und Abednego, wir haben es gar nicht nötig, darauf zu antworten, was du hier fragst. Also ne, wir haben es nicht nötig, darauf zu antworten, sagen sie. Siehe, unser Gott, dem wir dienen, er kann uns retten. Aus dem glühenden Feuerofen und aus der Hand, König, wird er uns erretten. Und wenn er es nicht tut, so sei dir, König, kundgetan, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Standbild, das du errichtet hast, nicht verehren. Ja, da lässt sich jetzt keine diplomatische Floskel mehr finden. Die Fronten sind klar. Das ist ganz klar geregelt jetzt. Also allein schon mit dem Satz, wir haben es gar nicht nötig, darauf zu antworten. Hauen Sie diesem mächtigen Mann ins Gesicht, zack. Und dann sagen sie auch noch etwas, was sie als diejenigen verdeutlicht, die wahrscheinlich schon gar keinen Fuß mehr, also nicht mehr mit beiden Füßen in diesem Leben stehen, sondern schon einen Schritt weitergegangen sind. Wahrscheinlich schon jenseits des Todes. Denn sie sagen, auch wenn Gott uns nicht aus dem Feuerofen errettet, in den du uns schmeißen wirst, wir werden es trotzdem nicht machen. Auch wenn wir tot sind, werden wir es nicht tun. Ja, nun könnte hat der König kaum noch eine andere Möglichkeit, also es geht gar nicht mehr anders, er muss jetzt handeln. Das tut er auch, voller Zorn. Also da wird beschrieben, der Zorn hat sich noch gesteigert, also es geht noch mehr. Und zwar so stark, dass sich das Gesicht verzerrt hat. Also vielleicht haben Sie mal so jemanden erlebt, der richtig zornig ist, wo sich das Gesicht verzerrt. Und man sagt, das ist der Dämon sitzt da drin, ne? Und dann sagt er im Zorn, jetzt wird der Ofen nochmal richtig heiß gemacht. Also jetzt nicht nur so ein laues Holz, nicht nur so ein kleines Holzkohleöfchen, ja, wo man mal Roster drauflegt, sondern jetzt richtig. Richtig alles rein. Und er sagt auch den kräftigsten Leuten, so jetzt werden diese drei mit Sack und Pack hier angezogen und Sack und Pack gefesselt, also mit Hut und Stock und Mantel, allem, ja, und Schuhen, werden die gefesselt. Und dann sagt er zu den kräftigsten Leuten, da bringt er sie zu dem Ofen und schmeißt sie rein. Und der Ofen ist so heiß, dass selbst diejenigen, so wird es beschrieben, die die drei dorthin tragen und reinwerfen, sterben, weil es so eine Hitze ist in diesem Ofen, der wahrscheinlich ein Läuterofen ist, der das Gold läutert von allen flüchtigen Bestandteilen. Das passiert hier auch. Eben aber nur als Mensch. Die drei fliegen in den Ofen. Und jetzt verändert sich der Blick der Geschichte. Die Geschichte wird jetzt erzählt gar nicht mehr aus der Sicht der drei Menschen, die im Ofen sitzen. Das würde mich ja mal interessieren. Mich würde mal interessieren, wie die drei sich jetzt fühlen. Vielleicht fühlen sie schon gar nichts mehr.
sind vielleicht schon tot, aber das sind sie nicht. Die Geschichte erzählt jetzt weiter aus der Sicht des Nebukadnezar. Nebukadnezar im Zorn, der König, sieht das, wie die drei in den Ofen geflogen sind und guckt rein von einer wahrscheinlich Distanz, dass er nicht selber versenkt wird. Und dann guckt er nochmal genauer hin und dann fragt er seine Mitarbeiter, die rechts und links von ihm stehen, sag mal, haben wir jetzt drei oder vier Leute da reingeschmissen? Und die sagen, es waren drei. Und er guckt dann nochmal hin und sagt, es sind aber vier. Da drinnen in diesen Flammen laufen vier Leute umher. Vier Stück, nicht drei. Die laufen auch noch umher, ich dachte, die sind gefesselt. Vier Leute laufen da umher und der eine von den vieren, sagt der König dann zu seiner Entourage, der sieht aus wie ein Göttersohn, also wie einer, der aus dem Himmel gekommen ist. Das ist alles, was erzählt wird in der aramäischen Fassung des Danielbuches über diese heiße Zeit im Ofen. Von außen betrachtet sieht der König den Engel, der die drei schützt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die drei im Ofen das nicht sehen. Dass die vielleicht um ihr Leben bibbern oder möglicherweise sich wundern, was hier in dem Wunder, was, also über das Wunder wundern, dass sie nicht schon längst tot sind. Sie gehen einen Schritt nach dem anderen in der Hitze weiter. Es wird gesagt, sie gehen umher. Einen Schritt nach dem anderen in der Hitze laufen sie umher. Und sie sterben nicht. In der Zeit, als ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich auch Kontakt mit einem Menschen gehabt, der im Moment durch Krankheit und durch viele persönliche Tiefen gegangen ist und der eigentlich auch mit dem Tod gerungen hat und ringt. Und ich habe, als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich denke gerade an dich, weil du mir vorkommst wie die drei Männer im Feuerofen. Wenn es richtig heiß wird im Leben, wenn die Hitze steigt und wenn man meint, man würde verbrennen, weil alles um einen kaputt geht, weil ein Mensch gestorben ist, den man geliebt hat oder weil man selber Gesundheit verloren hat, einen Job verloren hat, weil die Zukunft brüchig geworden ist, weil die Flammen um einen hochschlagen und man gar nicht mehr weitergucken kann. So kommst du mir, habe ich zu ihm gesagt, so kommst du mir vor. Und ich möchte dir sagen, von dieser Geschichte her, der ich von außen blicke, du bist nicht allein. Und als er es gehört hat, hat er gesagt, es tut ihm gut. Und ich denke, das ist ein Kern dieser Geschichte. Wir wissen gar nicht, was mit den dreien passiert ist. Und in einer gewissen Weise, wenn ich auf meine eigenen Zeiten schaue, wo es heiß geworden ist im Leben, dann habe ich wirklich nur einen Schritt vor den anderen getan. Weil mehr konnte ich nicht tun. Ich konnte nicht weiter schauen, weil da die Flammen waren, die die Zukunft verbrannt haben. Die Flammen waren, die meine Hoffnungen verbrannt haben. Und dann, als ich durch diesen Feuerofen durch bin und die Flammen weniger wurden und es kühler wurde und mein Leben sich wieder gelichtet hat, da gab es Menschen, die gesagt haben, ey, du warst da nicht allein. Das habe ich gesehen. Wie konntest du denn da überhaupt einen Schritt nach dem anderen gehen? Das war doch nur mit Hilfe des einen Gottes möglich, der Leben schenkt und der Hoffnung schenkt und der Liebe schenkt und der in Christus gezeigt hat, dass der Tod nicht das Ende ist. Auch der Tod, den wir in diesem Leben erleben. Manchmal ist es so, dass von außen der Engel besser gesehen wird als von innen im Ofen, weil die Flammen so hoch schlagen. Nebukadnezar sieht den Engel dort rumlaufen. Und dann geht er zum Ofen und ruft die drei hinaus. Und sie kommen aus diesem Ofen raus, aus dieser Hitze, aus der Hölle, kommen sie raus. Nicht versenkt. Die Bärte sind noch da. Die Hosen nicht versenkt, die Mäntel nicht versenkt, sogar die Hüte haben sie noch auf. Und dann kommen sogar die Mitarbeiter und riechen. Es muss doch wenigstens irgendwas riechen, verbrannt. Selbst sie riechen nicht verbrannt. Das heißt, der Atem des Todes hängt nicht an ihnen, obwohl sie durch die Hölle gegangen sind. Sie riechen noch nicht mal nach Tod. Sie treten hinaus ins Leben aus der Hitze. Warum? Weil der Engel dort war und sie gehalten hat. Das Danielbuch, und das vielleicht zum Ende, ist ja nicht nur in Aramäisch geschrieben worden und in Hebräisch, sondern auch in Griechisch. Später hat man Zusätze dazugesetzt.
Und man konnte sich eben nicht erwehren, der Sehnsucht danach zu erklären, was dort in diesem Ofen passiert ist. Und tatsächlich in den griechischen Zusätzen des Danielbuchs wird erklärt, was da passiert ist. Und Sie finden das auch in der Einheitsübersetzung, in den katholischen Übersetzungen als Teil der Bibel. Aber Luther hat gesagt, nur die hebräischen Teile sind wahrscheinlich die älteren, die lassen das aus. Aber ich möchte es Ihnen zumindest vorlesen, weil es einfach so schön ist. Aber der Engel des Herrn, so heißt es dann im Danielbuch, im 3. Kapitel in den Apokryphen, war zusammen mit Asaria, also das ist der hebräische Name von einem Freund, und seinen Gefährten in dem Ofen hineingestiegen. Der Engel ist mit hinabgestiegen, mit hinab in die Hölle. Und er trieb die Flammen des Feuers aus dem Ofen so, als wehte ein taufrischer Wind. Das Feuer berührte sie gar nicht und es tat ihnen nichts zuleide und belästigte sie nicht. So hat man sich das vorgestellt, ein taufrischer Wind. Das ist eine Variante. In den heißen Zeiten unseres Lebens ist es meistens nicht wie ein taufrischer Wind, sondern da brennt es und da ist es stickig. Und da kann manchmal die Hölle über uns zusammenschlagen. Aber eins möchte ich Ihnen sagen von dieser Geschichte aus dem Danielbuch: Sie sind nicht allein. Möglicherweise sehen Sie das jetzt nicht. Oder möglicherweise ist Ihnen das auch nicht in dieser Situation so bewusst. Aber Menschen, die Sie sehen und die einen Blick haben für den Himmel, werden sehen, Sie sind nicht allein. Amen.